Mit welcher Brutalität gegen die Opfer vorgegangen wird, zeigt dieses Video, das Spiegel TV exklusiv vorliegt. Drei ausländische Jugendliche hetzen einen Jungen durch die Straßen, um ihn anschließend zu verprügeln und auszurauben. Minutiös dokumentiert. Die Lehrerschaft der Rütli-Hauptschule in Neukölln probte erstmals den öffentlichen Aufstand und verfasste einen dreiseitigen Brandbrief an den Berliner Senat. Zitat: In vielen Klassen ist das Verhalten im Unterricht geprägt durch totale Ablehnung des Unterrichtsstoffes und menschenverachtendes Auftreten. Der Intensivtäter wird zum Vorbild. Wir sind ratlos. Ein Hilferuf, der längst zu spät kommt. 83% der 200 Rütli-Schüler sind ausländischer Herkunft. Am Mittag eskaliert die Lage. Ich wollte die Presse mal Fresse. Denkt, die kriegt was oder was? Ey, Scheißdreck. Nimm die Scheiße nicht auf, wenn ich das sehe. Ich boxe die Stute, Wichser. Schweine! Nimm mal hier die Finger weg. Schweine! Achtung, gut, ne?